Ich bin hochmotiviert und guter Dinge, dass wir es jetzt schaffen. Im Auge der Seelen, oder wie der nochmal hieß. Wir haben 4 der 5 Pumpen hier in der Solzhorn Brauerei bereits. Ja, was eigentlich genau, ne? Angeschmissen. Damit wir... Da links geht noch mehr. Damit wir die Sonsternbrühe vergiften können oder für unsere Begriffe bereinigen. Das kostet wieder 100. Habe ich 100? Ja. Guck mal, helfen wir nochmal 5 Dudes. Schaut unten links, das sieht gut aus. Wir kommen gut voran. 37 von 50 gerettet. Beschleicht ein blödes Gefühl, dass die letzten, dass vorne die 4, die da nicht markiert sind. Das sieht stark danach aus, als ob, ja, geht das einfach. Je, was ist denn hier los? Was ist denn das für ein Bereich? Erzähl mir mal mehr. Gewürzmühle, letzte Warnung. Jegliche Sneaks, die dabei erwischt werden, wie sie durch eine Maschinerie rennen fliegen, werden zum Schlafdienst auf der Fico Station verdonnert. Na, Moment. Zuerst mal würde ich gerne dich erledigen. Das Tor auf. Den Sneak noch weghämmern. Ohne dem Modakens Schaden zuzufügen. Durch die Gewürzmühle rennen fliegen. Das hätte ich gern gesehen. Ich setze einen Zehner auf den linken. Shortcut. Alter, mit Gefühl. Als hätte ich mein Leben nichts anderes gemacht. Naja, wenn man Apes Exodus mit einrechnet, kommt es ja recht gut hin. Uff. Ja, da musste ich kurz nach oben retten. Da musst du halt hoffen, dass der andere die andere Strombarriere mitmacht. Schlechtes Timing, oder? Nee, obwohl, geht. Geht, hat er gesagt. Auch wieder cool. Im letzten Part gab es auch ein nice Rätsel, muss ich sagen. Zunächst wusste ich nicht, was zu tun war bei diesem gigantischen Auge. Aber mit diesem Mega-Laser mussten wir die Anti-Chunt-Kugeln zerdeppern. Das war schön. Oh, gosh. Das war schön. Das hier gefällt mir auf den ersten Blick eigentlich auch. Sonic-Syndrom. It's in the Sleeks. Baut keine Bindung zu den Sleeks auf. Ja, und wenn wir mit dem Level fertig werden, wird es spannend zu beobachten sein, ob es weitergeht. Und ja, nicht vergessen, dass ich Moloch und sein Sleek mit der Mütze eingeschlichen haben. Generell, was die Tlackens aushacken, ist gerade noch ein bisschen ein Geheimnis. Aber sie misstrauen der Brühe. Das war der letzte Stand. Was soll ich denn da dran vorbei? So war schon richtig. Hat ein bisschen was von den absolut massiv tödlichen und apokalyptischen Seifenblasen aus dem Schlümpfe-Spiel. Aber natürlich nicht annähernd so schwer und fordernd. Ja, ihr könnt das hier nicht mit den Schlümpfen vergleichen. Ich bitte euch. Sehr Pillepalle. Im Gegensatz zur Brutalität und... Ja. Ohne Flachs, Mann. Das Spiel, die Schlümpfe, ist kein Spaß. Freunde, damit haben wir die 5. der 5 Pumpen. Es macht einfach so einfach einen mega surrealen Eindruck, dass wir hier lang gehen können und das machen können. Zwar ist ja alles hart beschützt durch Sleeks und so, aber das weiß ich nicht. Die kriegen es ja nicht mal hin, das zu verteidigen. Wie wurde das alles gebaut? Wer hat das gebaut? Wer diese riesen Metallteile zueinander gefügt? Das waren doch auch bestimmt Sklaven-Mutagens, ne?
die sich kaputt geschuftet haben. So, jetzt haben wir fast alle. Was haben wir hier? Nix. Berauschend. Komplett. Vielleicht ist der Level heute doch schneller vorbei, als ich gucken konnte. Wäre auf jeden Fall, ne, okay. Wir haben ja einiges gemacht. Fordernde Sachen. Einer ist wieder ein Idiot, ja. Den gesehen? Er ist wieder hier gelandet. Der war irgendwie out of the level. Ist immer weiter abgedriftet und ist zum Glück einfach gerespawnt. Freunde, auf jeden Fall haben wir auch schon wieder positives Karma an diesem Level. 80% haben wir safe, ne? Wir haben 86 bereits. Und sind noch nicht am Ende. Also geile Sache. Check the point und weiter geht's. Verluste 0. Alter, was ist hier alles drin? Was zur Hölle? What the fuck? To activate third eye, left eye and right eye must first be activated. Habt ihr gesehen, was oben links stand? Mach dich für den letzten Kampf bereit. Da in der Mitte. Ziele. Mach dich für den letzten Kampf bereit. Der Mixer. Um Abe davon abzuhalten, unseren Mixer gegen uns zu verwenden, haben wir die Schlösser mit lauter Zeug verbarrikadiert, das nur zum größten Teil zerstörbar ist. Lass ihn nicht in die Nähe, alle drei Schlösser. Also der Abe soll nicht in die Nähe der drei Schlösser. Ich weiß nicht, wie meinst du das? LR? Passiert nichts leider. Ich bin ja nicht mal in die Ego-Perspektive. Guck mal, hä? Merkwürdig. Oh wow. Oh wow. Ich hab Zeit. Der Part ist noch jung. Ups. Der Part ist noch jung. Alter, kommt hier das Finale? Willst du mir sie erzählen? Alter, das sind die letzten drei Modokens. Ey, Braumeister. Ich krieg dafür Shycrull. Habe ich nicht noch einen Shycrull übrig? Ich habe 5 Shycrull. Oh, das ominöse Rad. Was soll ich machen? LOL! Das ist Try and Error? Kann ich das vielleicht irgendwie anders noch triggern? Da kam eine Mine. Guckt der Braumeister mir zu oder was soll das bedeuten? Wenn noch so eine Kackmine kommt. Ich glaube, ich kann da sogar drüber sprengen. Boah, ich habe auch einen Flammenwerfer. Moment. Aber die kommt so plötzlich. Das ist aber das Verwunderliche, ne? Der ich hab's schon mal erzählt. Der Flaggen mit der Brille war eigentlich der Asslick. Könnt mir nicht erzählen, dass ich dafür Shycrull benutzen soll. Gut, ich versuche drüber zu springen, dann Doppelsprung. Ich versuche drüber zu springen. Irgendwie waren die Sticks immer noch paralysiert irgendwie. Geht.
nochmal? Das heißt ja alle drei, aber... Muss ich nochmal drehen? Nee, ich kann nicht nochmal drehen. Left eye activated. Next activate right eye. Oh je. Jetzt kann ich drehen. Junge. Hat's gereicht? Ja. Boah, könnt ihr euch mal beeilen? Ich habe nur noch zwei Shy-Crawl. Ich habe auch schon eine Idee, was ich als nächstes machen will. Das sieht dramatisch aus. Es hält nicht wirklich lang. Oh. Ich hätte noch eine geile Idee. Der hatte doch noch den super schnellen See. Ja, jetzt nicht. War ein anderes Level. Wenn es die Sleeks kommen, denke ich mir so. Gott, was ist los? Help? Das sind zwei Sneak-Mamas. Mir so schön ausgedacht mit dem Nebelschleier und mit den... Gebräunarten. Und dann kommen sie mir so, ne? Ich habe mich gerade unsicher gefühlt, deswegen habe ich Shy-Crawl gezückt. Können wir damit mal aufhören? Muss ich die irgendwie zerstören? Ich versuche erstmal Zeit zu schinden. Konzentration geht so. Aber leider bringt es offensichtlich nichts. Shy-Crawl bringt auch nichts. Vor allen Dingen, die Sleek-Mamas wurden ja gefixt, gebalanced. Alles klar. Ich musste noch drehen. Ich war mir dessen nicht mehr sicher, Freunde. Ich war mir einfach nicht mehr sicher. Secret ingredients now being added to recipe. Congratulations. A brand new recipe is now mixing for pipeline distribution. The new and improved brew will be automatically distributed to partner factories.
business was treating you well. We were fools to ever have believed in his brew. Or in him. Disaster. We have lost our factories, and we demand to know how you intend to compensate us. You dare accuse me? It's your brew that has failed us. My recipe is flawless. Do you inbreds not see that my brew is under attack? As were our operations. We barely escaped our own premises alive. And only one day after Moloch's farm disaster. Isn't that curious? And now you're suffering uprising as well. You pathetic pawns. Don't you see we've been betrayed? This is Moloch's doing. His slaves didn't die in the farm. He's using them as an army to take us all down. He's attacking us to cover his own tracks. And right now, he's attacking my brew, blaming it all on the imaginary ape guy. Hey, boss, you catching this? I knew they'd blame it on me. Did you bribe some backup? Even more than I expected. Turns out those two idiots been sniffing their own security slingies out of OT and bonuses. Now they hate these clowns as much as you do, boss. Good. Very good. You know what to do. Now do it. Yeah, I do. We all do. But first, we need some assurances. What kind of assurances? Well, for one, I need to know that my bonus is secure. And these guys want to fly to the Yeomans and hang out with us until all this blows over. Nothing else? They want to be made whole on all the bonuses they got scammed out of. They do this. They want to know you're going to make it up to them. Sliggies, all awaiting my command. That's what he thinks. I've got as many awaiting my command. Not anymore, we ain't. Stop it. Well then, if we execute our forces with precision, we'll thwart Moloch's plan, quash his fake rebellion, and expose the fraudulent fiend for all of our financiers to see. There's my lieutenant and his team now. And there's my sergeant at arms with his shock team just in time. Good. Now that you're all here, come forth and get your orders. Well, what are you waiting for? Hey guys, you wanna get possessed by that supernatural freak wreaking havoc out there? Or are we flying to the Yeomans and sipping frosty palatas on a human being? Yeomans! Yeomans!